Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Ganz Ehingen atmet auf. Das Ehinger Kino ist gerettet. Seit Jahrzehnten Kult und ich freue mich auch persönlich tierisch drüber. Nachdem sich der bisherige Kinomacher Thorsten Benewitz wegen Krankheit Ende Mai zurückziehen musste, sah es nämlich auch leider echt dunkel um das Ehinger Zentralcenter aus. Und der Retter jetzt, der heißt Max Kienzle. Also uns liegt auf jeden Fall viel dran, für die Ehinger das Ehinger Kino am Laufen zu halten. Schon jahrelang arbeiten wir im Ehinger Kino mit und sind auf jeden Fall bewilligt, das weiter zu betreiben. Und genau, wenn wir einmal kein Kino mehr haben in Ehingen oder wenn es einmal richtig zu ist, ich glaube, dann werden wir nie wieder ein Kino haben. Der 29-jährige Gastronom ist schon seit seiner Kindheit begeisterter Kinogänger. Das Ehinger Kultkino liegt ihm auch sehr am Herzen. Das Ehinger Kino bedeutet mir eigentlich sehr viel, also es ist eigentlich so ein Herzenswunsch, das am Laufen zu halten, egal mit welchem Plan, egal mit was dahinter steckt. Und uns ist klar geworden, dass, oder seit das Kino zu ist, seit Ende Mai, aufgrund, dass Thorsten Benewitz krank ist, dass die Ehinger das Kino brauchen. Also der Zuspruch, egal über Instagram oder Facebook und so weiter, ist relativ groß. Max Kienzle betreibt mit seiner Familie auch die Ehinger Burger und Cocktailbar Villa Max, die ist passenderweise gleich ums Eck. Wir haben auf jeden Fall einen riesen Vorteil durch das, wir Personal sparen können, beziehungsweise das mit dem gleichen Personal umtreiben können. Und auf jeden Fall ist das praktisch wie in einer Großstadt eine Win-Win-Situation, dass die Menschen vor oder nach dem Film auf jeden Fall was zu essen und was zu trinken kriegen. Also es ist eher ein Programmpunkt. Aktuell wird im Kino renoviert und alles schick gemacht. Die Eröffnung steht an, aber wann? Das Thema mit der Öffnung ist ein bisschen knifflig. Aufgrund den hohen Energiekosten ist es uns jetzt halt nicht ganz klar, wann wir öffnen können und wie wir öffnen können, weil die gerade unabsehbar in die Höhe schießen und das ist unkalkulierbar. Man kann keine Energiekosten auf den Eintrittspreis schlagen und bei einer Verdopplung vom Strompreis oder Verdreifachung macht es im Moment leider noch überhaupt gar keinen Sinn, obwohl wir dringend natürlich das Kino brauchen und das Kino auch Geld kostet, solange es nicht betrieben wird. Gibt's denn einen groben Zeitplan? Also einen groben Zeitplan ist eigentlich ein Wunsch und Wunsch wäre Anfang Mitte Oktober. Ich glaube, der Eröffnungstermin, das ist das Allerwichtigste, das brennt allen unter den Nägeln und das ist die Frage, die auch am öftesten gestellt wird, wann macht ihr auf, wie macht ihr auf, aber ja, die ist halt schwierig zu beantworten. Vielen Dank, Max Kienzle, Kinoretter und Gastronom aus Ehingen. Wir wünschen auf jeden Fall viel Glück und Erfolg für dieses Herzensprojekt. Wann genau das Zentralcenter in Ehingen wieder aufmacht, erfahren Sie natürlich bei uns. Wir bleiben für Sie dran. Ich bin Paolo Percoco, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Die Donau 3 FM Flimmerkiste.